Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 13, lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du schwache Menschen wie uns benutzen möchtest, ein Segen zu sein für andere. Sprich doch heute zu uns, dass wir das, was wir lernen, anderen weitergeben können. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Mose Kapitel 12. Abraham ist nach Ägypten gegangen, wegen einer Hungersnot, und hat dort den Anschein erweckt, als wäre seine Frau gar nicht seine Frau. Die Geschichte geht weiter in Vers 14. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht, und es ging Abraham gut um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselin und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrahams willen. Da rief der Pharao den Abraham und sprach: Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, das ist deine Frau, nimm sie und geh. Wenn wir nicht den Mut haben, zur Wahrheit zu stehen, dann führt das dazu, dass ungläubige Menschen einen falschen Eindruck bekommen. Und Gott muss manchmal eingreifen und uns helfen, unsere eigene Schwachheit und Ängstlichkeit zu überwinden. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihn und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pharisiter im Land. Wahrscheinlich ist es dir schon aufgefallen, auch unter Gläubigen gibt es Streit. Und das ist meistens nicht so schön, weil es ein besonders negatives Zeugnis gibt für diejenigen, die nicht an Gott glauben. Da sprach Abraham zu Lot: Es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen, trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten, und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Manchmal haben wir im Leben die Wahl und wir lassen uns von dem leiden, was wir sehen. Es sah aus wie das Paradies. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abraham wohnt im Land Kanaan und Lot wohnt in den Städten der Aue. Und er schlug seine Zelte auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigend schlimm gegen den Herrn. Es sah von außen ganz toll aus. Aber diese Städte waren buchstäblich Sodom und Gomorra. Manchmal haben wir den Eindruck vielleicht auch, dass das Stadtleben ganz toll ist und ganz viele attraktive Möglichkeiten gibt, aber es scheint so zu sein, auch hier in der Bibel, dass der moralische Einfluss, auch gerade der Städte, negativ ist für unser Leben. Wir sollten uns überlegen, wie viel Zeit wir in Städten verbringen und vielleicht auch lieber draußen leben, dort, wo wir abgeschiedener sein können mit Gott, so wie Abraham. Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Erinnern wir uns daran, deine Frau ist unfruchtbar
Und doch glaubt nur all das seinem Herrn. Und ich will deinem Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mach dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Da brach Abram auf und kam und wohnte bei den Terebinden Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Manchmal scheint es so zu sein, als ob wir den Kürzeren gezogen haben. Jemand den besseren Ort, den besseren Anteil bekommen hat. Aber wenn Gott mit uns ist und wir in Gerechtigkeit vor ihm gehen und ihm glauben, haben wir immer das beste Teil erwählt. Auch heute, an diesem Tag. Lass uns auch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, es kommt vor, dass wir uns streiten, dass Streit ist. Aber lass uns lernen, so mit Streit umzugehen wie Abraham, dass wir dem anderen den Vortritt lassen und uns mit dem begnügen, was für uns bleibt, dass wir vor allem immer an dir festhalten. Das bitten wir auch für den heutigen Tag im Namen Jesu. Amen.